Okay, später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten. Damals bei meiner Pilgerreise bin ich oft an diesem Sushi-Laden vorbeigegangen und habe durchs Fenster die Fische beobachtet. Ich wusste, man würde mich niemals reinlassen, aber ich sagte zu mir, eines Tages, wenn ich mich in der Galaxie bewährt habe, werde ich dort zu Abend essen. Und dann hat jemand den Boden dort ruiniert. Gibt's da überhaupt Speisen für Quarianer? Darum geht's nicht, Shepard. Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Shepard, ich habe was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn sie bereit sind. Ich werde wegen der Schusswunde einen Bericht schreiben müssen. Sowas soll total kompliziert sein. Es geht schneller, wenn Sie eine Vorlage anlegen. Also ich finde, man wird hier zu oft angeschossen. Ich habe Resultate. Soll ich das Treffen einberufen? Los geht's. Wir haben eine Spur. Ich konnte die Waffe zurückverfolgen. Sie führte zu dem Casino-Besitzer Elijah Khan. Er wird verdächtigt, seinen Profit zum Waffenschmuggel auf die Citadel zu benutzen. Direkt nach dem Anschlag auf Shepard führte Khan ein interessantes Telefonat. Ich beende unser Geschäft. Sie erhalten Ihre Vorauszahlung zurück. Was ist das Problem? Wenn ich eine Waffe verkaufe, will ich Sie nicht in den Abendnachrichten wiedersehen. Es gibt keine Verbindung zu mir. Vergessen Sie's. Wir sind fertig miteinander. Und wenn Sie mich erledigen wollen, werden Infos über Sie zur Hauptsendezeit laufen. Denken Sie darüber nach. Khan, Ende. Das ist also unser Identitätsdieb. Er hat anscheinend eine ID-Tarnung. Diese Dinger sind nur sehr schwer zu umgehen. Wie sieht's mit den Söldnern aus, die uns angegriffen haben? Sie gehören zu einer Privatarmee, die sich CAT-6 nennt, was bekanntlich eine Allianzbezeichnung für unehrenhafte Entlassung ist. Viele haben Vorstrafen, sind steroidsüchtig und auch sonst sehr sympathisch. Zweifellos von dem Dieb angeheuert, nicht von Khan. Das Telefonat war ziemlich belastend. Wie kommt man an sowas? Mit den biometrischen Daten der Waffe, dem Geheimdienst der Salarianer und einer Hana-Prostituierten mit implantierten Kameras. Im Ernst? Nein, aber die Wahrheit ist langweilig. Khan war nicht gerade freundlich zu seinem Gegenüber. Vielleicht erzählt er uns was. Dazu wären aber Engelszungen nötig. Wenn er sie sieht, nimmt er vermutlich an, sie seien auf Rache aus. Das Casino hat einen Panikraum. Ich möchte wetten, dass er sich dort verkrochen hat. Wir können mit Programmen von Edi die Tür hacken, aber dann bleiben noch Kameras und Wachen. Ja, Khan könnte verschwinden oder schlimmer. Wenn seine Wachen feuern, sind normale Leute gefährdet. So wie ich. Sie hat recht. Wir dürfen ihn nicht verschrecken. Kleines Team, keine Schusswaffen. Dr. Tassoni, heute Abend findet in dem Casino ein Charity-Event für Kriegsflüchtlinge statt. Kauf ein paar Tickets, Glyph, und dann zeig uns einen Plan des Gebäudes. Okay, und wie nah kommt man daran? Panikräume haben meistens keine Hintertür. Dieser Luftschacht führt am Sicherheitstor vorbei und endet im Lager. Von dort lässt sich die Türkamera des Panikraums deaktivieren. Das Sicherheitsloch wäre zu groß. Ich wette, der Schacht ist voller Alarme. Ich habe dafür vielleicht Gegenmaßnahmen. Wenn wir drin sind, kann ich mehr sagen. Wer geht in den Schacht? Man muss da zu klein sein. Für mich ist das nichts. So viele gegrillte Varenbeine. Die
Defekt meines Anzugs würde von den Sicherheitssensoren bestimmt registriert. Meine Anwesenheit im Casino wäre verdächtig. Macs sind verboten, weil sie Betrugssoftware einsetzen könnten. Sie brauchen jemanden mit einer Ausbildung in Null-Emissionstech. Keine Elektronik, kein Metall, nur nicht feststellbare Kunststoffe. Ich hatte da mal einen Kurs und musste eine Bombe mit einer Pinzette entschärfen. Die Bombe war mit Rasierschaum gefüllt? Okay, Sie sind dabei. Was? Nein. Was? Sie haben es selbst gesagt. Wir haben alle zu viel Tech. Aber auf mich wurde geschossen, weil ich mit Ihnen reden wollte. Und jetzt soll ich mich in einen Panikraum hacken? Wir unterstützen Sie. Sobald ein unlösbares Problem auftaucht, erhalten Sie Schützenhilfe. Nachdem das geklärt ist, gibt's nur noch eine Hürde, um reinzukommen. Und die wäre? Abendgarderobe erforderlich. Shepard, diese Kleidung steht ihm. Wenn heute jemand diese Gruppe betrachtet, wird sein Blick sicher nicht an mir kleben. Hoffentlich reden Sie von ihr. Mich sollte man überhaupt nicht beachten. Ich gehe zum Lüftungsschacht. Wünschen Sie mir Glück. Liara, irgendeinen Input? Khan hat viel Überwachungstechnik. Ich würde mich unter die Gäste mischen, um normal zu wirken. Okay, Liara. Ich nehme Kontakt mit dem Gesindel auf. Nein, nein. Ich bin keine Kandidatin. Hi, Elsbeth Moraine. Ich kandidiere für den Stadtrat des Sakara-Bezirks. Sind Sie ein Bürger hier? Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Politikern. Wer nicht? Deshalb kandidiere ich ja. Ich habe Anführer satt, die Verbindungen zur Trockenlandpartei, Cerberus oder Schlimmerem unterhalten. Ach. Der Bezirk braucht Flüchtlingsunterkünfte, Sicherheitseinrichtungen, Jobs. Er braucht einfach alles. Und ich hoffe, dass ich das alles mit einem Freund wie Elijah Khan im Rücken auch umsetzen kann. Commander, ich bin oben bei dem Gitter, das zu dem Schacht führt. Aber es gibt ein Problem. Können wir uns treffen? Verschieben Sie meine Tour durchs Lager von 1 Uhr auf 3 Uhr und den Termin um 3 auf 5. Dann bleiben wir zwischen 10 Minuten. Okay, genau wie wir dachten. An dem Gitter ist ein Alarm. Wir müssen ihn überbrücken. Nehmen Sie das hier. Es ist eine Resonanzimpulslinse. Damit können Sie Sicherheitsraster und Kabel sehen. Gut. Ich folge der Verkabelung zu einer Anschlussbox, überbrücke sie und deaktiviere den Alarm. Ich drücke die Daumen. Die Linse funktioniert. Gut. Folgen Sie dem blauen Kabel. Ich sag's jetzt einfach mal. Nicht versuchen, eine Kamera zu... Ich sehe einen Anschluss in der Wand, aber darauf ist eine Kamera gerichtet. Shepard, ich schicke einen Hack an Ihr Universalwerkzeug. Er täuscht die Kamera, zerstört sich aber nach wenigen Sekunden selbst. Alles klar. Die Überbrückung ist drin. Sehr gut. Das Gitter ist jetzt offen und ich bin drin. Verhalten Sie sich unauffällig. Das könnte eine Weile dauern. Wissen Sie, ich habe großen Respekt vor dem ersten Mann. Gefällt Ihnen die Party? Das ist eher was für junge Leute. Ich trinke. Heute Abend ist es Rückkohl mit Eis. Das Zeug kann Sie aber ganz schnell auf die Bretter schicken.
Ich habe gerade eine Riesensumme verloren. Sowas rückt einem die Perspektive zurecht. Brauchen Sie ein paar Credits für die Heimfahrt oder so? Oh nein, so ist es nicht. Kennen Sie diese Helium-3-Anlagen, die zurzeit überall zerstört werden? Ich bin an einigen davon vorbeigeflogen. Also, um es ganz einfach zu sagen, die meisten davon haben mir gehört. Ich habe gehört, Ihr Rat soll... Commander Shepard. Shaira, es ist lange her. Ich habe eine andere Vorstellung von lange als Sie, Commander. Was soll ich sagen? Ich habe in den letzten paar Jahren sehr intensiv gelebt. In der Tat. Haben Sie diesmal wieder einen Rat für mich? Gewinnen Sie. Ich errege seine Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich glaube, auf der Herrentoilette hat jemand Drogen konsumiert. Verstehe. Konnten Sie die fragliche Substanz identifizieren? Roter Sand. Zentrale, wir haben einen Sandschlucker in den Toiletten. Wurde versucht, biotisch Einfluss auf das Spiel zu nehmen? Momentan nicht bekannt. Stelle jetzt die fragliche Person. Schicken Sie Verstärkung. Wir kümmern uns darum, Sir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Sie können weiter, Brooks. Danke, Commander. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. Und ich verschmelze wieder mit der Masse. Langsam, aber stetig. Wir kommen schon zu Khan. Aufgepasst, die Wetten stehen. Achtung, alle Wetten stehen. Viel Glück, meine Damen und Herren. Platzieren Sie Ihre Wetten. Noch 5 Minuten. Und los geht's. Ziemlich clever gewinnt. Platzieren Sie Ihre Wetten. Noch 5 Minuten. Und los geht's. Das war wahnsinnig knapp. Tuchanka-Prinzessin gewinnt. Ich höre, Brooks. Vor mir sind eine Druckplatte und ein Behinderungsdetektor. Ich kann sie nicht von hier aus deaktivieren. Okay, Edie, ich brauche eine Tech-Lösung. Brooks, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir suchen ein paar Anschlüsse und schalten die Sensoren aus. Okay. Folgen Sie dem roten Kabel.
den Roulette-Rädern gibt es einen Anschluss, aber er ist direkt im Blick von zwei Wachen. Aber Sie kriegen das hin, oder? Meine Beine schlafen nämlich langsam ein. Durchhalten, das wird schon. Ich kann ihn ablenken. Sagen Sie wann. Ich habe oben in der Menge einen Taschendieb beobachtet. Sekunde, Madam. Ich kontaktiere unsere Überwachungszentrale. Ich glaube, ich hab's geschafft. Folgen Sie dem roten Kabel. Ich bin an einem Anschluss. Sagen Sie mit Kamera und Wache. Ich bleibe einfach hier und versuche nicht zu husten. Ich überbringe Grüße von der Konsortin Shaira. Sie hat mich angewiesen, einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. Kostenfrei. Das ist sehr freundlich. Ich bin am Gitter des Lagerraums. Zeit für das Schloss. Seien Sie vorsichtig, Brox. Brox? Oh, verdammt. Hey, Commander? Was? Was ist passiert? Infrarotlaser und ein stiller Alarm. Hab's nicht rechtzeitig gemerkt. Shepard, ich sage dem reagierenden Wachmann, dass es ein falscher Alarm war. Aber Sie müssen ihn aufhalten, bevor er Brox erreicht. Nur die Ruhe. Ich versuche hier drei verschiedene Sachen auf einmal zu tun. Barrows? Sir, wir haben den Alarm im Lager überprüft. Kein Grund zur Sorge, ein kleinerer Unfall. Finden Sie raus, wer den Alarm ausgelöst hat. Er soll am Ende seiner Schicht in mein Büro kommen. Jetzt zu Ihnen. Was brauchen Sie nochmal? Es tut mir leid. Gehören Sie zu den Sicherheitsleuten? Ich habe Sie mit einem Freund von mir verwechselt. Sie haben das Gleiche an. Sie... Genießen Sie den Abend. Sie können weiter, Brooks. Danke, Commander. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. Und wieder... Ich liebe Roulette. Jede Minute ist aufregender als die nächste. Soll ich auf den Denkfehler in dieser Aussage hinweisen? Oh, gehören Sie auch zu diesen Detailverliebten? Wozu denn? Sogar Diamanten haben Fehler, aber das macht sie nicht weniger wertvoll. Miss, wo genau haben Sie Ihren Abschluss gemacht? Oh, online. Man belegt diese Kurse und lernt Verantwortung, weil man sich die Noten selbst gibt. Nein, im Ernst. Haben Sie schon mal versucht, einen Krankenwagen...
Was darf sein? Nichts Abgefahrenes. Ich will danach noch gerade gehen können. Sie kriegen einen Tessia-Tempel. Sind Asari-Drinks normalerweise eher harmlos? Nicht alle. Für Mr. Khan haben wir vorhin ein paar Gelatine-Shots gemacht. Auch ein Asari-Drink. Haut aber rein wie eine Schrotflinte. Okay, haben Sie die Kamera überbrückt? Die auf meiner Seite schon, aber die auf Ihrer Seite ist noch an. Wir müssen das zu Ende bringen, bevor jemand vorbeikommt. Bleiben Sie vor Ort. Ich komme zu Ihnen. Folgen Sie dem gelben Kabel. Ich kann das Sicherheitstor von hier aus nicht öffnen. Der Anschluss muss auf Ihrer Seite sein. Es könnte knifflig werden, nur damit Sie es wissen. Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Ich kann ihn ablenken. Sagen Sie wann.